Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop. Außerdem löse ich natürlich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Ich verschenke ja aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks an meinen Abonnenten. Und der Glückliche von gestern ist der liebe ZPandaMC. Er hat die 1000 V-Bucks von gestern gewonnen. Und falls ihr die Person sein wollt, die heute die 1000 V-Bucks gewinnt, ja, dann müsst ihr einfach nur ein Abo da lassen, denn ich möchte das ganze Jahr natürlich an meine Abonnenten verschenken. Also einfach kurz runterscrollen, auf Abonnieren klicken, dann dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 3 heute in die Kommentare schreiben. Am besten noch dazu, wie ich euch dann erreichen kann und euch den Code zuschicken kann. Also ja, abonnieren, Daumen nach oben geben und einen Kommentar mit heute Hashtag Tag 3 und dann könnt ihr heute die 1000 V-Bucks bekommen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum heutigen Fortnite-Shop. Der kommt in wenigen Sekunden raus. Springen wir mal ganz kurz vor. So, und dann schauen wir mal, was jetzt so Neues in den Shop reinkommt. Vielleicht der neue Skin. Let's go. Und hä? Das ist doch die Hacke von dem Battle Pass Skin, oder? Von diesem Marine Skin. Hä, what? Die kommt einfach in den Shop. Alter, krass, okay. Dämonenschädel ist heute neu drin. 1200 V-Bucks kostet sie. Wir werden sie uns auch gleich anschauen. Fangen wir aber auf der linken Seite an. Und zwar mit dem Hime-Skin, glaube ich, heißt es. Mir hatte mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass man den leicht anders ausspricht. Und was ziemlich geil ist an ihm, ist, dass er auch einen alternativen Style hat. Man kann also hier den Helm abnehmen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache. Den männlichen kann man auch bearbeiten. Auch da kann man den Kopf abnehmen. Also den Helm abnehmen, den Kopf nicht. Und dann haben wir noch dazu die Hacke und den Gleiter. Finde ich jetzt nicht ganz so stark. Obwohl das Design echt klar geht, also da kann man schon nicht meckern. Für den Preis ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ah, den habe ich mir noch nicht mal geholt, den Gleiter hier. Schnotastisch heißt der. Mal schauen, vielleicht hole ich mir den noch. Muss ich mir noch überlegen. Kommen wir aber erstmal zum heutigen Highlight des Tages. Und zwar zur neuen Hacke Dämonenschädel. Heißt sie und kostet 1200 V-Bucks. Und oh, sie hat hier Lava-Effekte. Oh, da, und das Auge leuchtet auch noch. Sehr, sehr nice. Das ist ja, glaube ich, die passende Hacke zu dem neuen Marine Skin. Es wird ja auch fleißig schon in Loot Lake ausgebuddelt. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das Video aufnehme, ist es noch nicht raus, was quasi sich da drin befindet. Ich schätze mal, das wird der Skin sein zu dieser Hacke hier. Also dieser Battle Pass Skin. Hören wir uns auch mal kurz an, wie die klingt. Okay, das ist cool. Die klingt echt mächtig. Und sie hat auch so Lavaspritze. Alter, das ist ja richtig geil. Sie hat so Partikeleffekte, wenn man schlägt. Das schaut schon echt geil aus. Also die ist ziemlich heftig, werde ich mir direkt mal holen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie so findet. Und natürlich könnt ihr auch gerne noch einen Hashtag Tag 3 mit in den Kommentar reinschreiben. Ich verschenke heute nämlich wieder 1000 V-Bucks an all meine Abonnenten. Wenn ihr also hier ein paar kostenlose V-Bucks braucht, alles was ihr tun müsst, um hier heute die 1000 V-Bucks gewinnen zu können, ist einfach nur ein Abo dazulassen, also kurz runter zu scrollen und auf Abonnieren zu klicken, dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben und in euren Kommentar einen Hashtag Tag 3 mit reinzuschreiben. Und ja, aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks kann man hier gewinnen. Schauen wir uns den nächsten Slot an und zwar haben wir da die geschmeidigen Moves drin für 800 V-Bucks. Ja, cooler Dance, coole Musik, gefällt mir. Spielspezialistin ist irgendwie nicht ganz so meins. Ich weiß, viele feiern den Skin sehr. Ich finde die Mütze eigentlich ganz cool, aber ansonsten spiele ich den leider relativ selten. Dann haben wir noch den sauberen Groove drin. Ja, finde ich ganz okay. Battle-Pass-Stufen sind auch noch drin. Dann weiterhin die Spektralhacke. Ich finde diese animierte Textur hier immer noch sehr geil. Hoffe mal, das werden sie noch bei anderen Hacken machen. Und im letzten Slot des heutigen Tages dann die Dominatorin. War mal relativ seltener Skin. Für 800 V-Bucks finde ich vom Aussehen auf jeden Fall okay. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der neuen Hacke haltet, von der Dämonenschädel-Hacke. Ich feiere sie auf jeden Fall. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mich supporten wollt, dafür, dass ich jede Nacht aufstehe und euch den neuen Shop zeige, dann tragt gerne Snoxy als Creator ein, wie mein Kanal mit einem kleinen i. Snoxy einfach hier eintragen. Gerne mal nachschauen, ob es noch drin steht, denn alle 14 Tage setze ich das zurück. Und ja, dann wünsche ich euch einen entspannten Tag. Wir hören uns nachher zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!